Vom 17. bis zum 26. Januar fand in Berlin die Grüne Woche, die größte Ausstellung zum Thema Ernährung und Landwirtschaft, statt. Auf der Messe hatte auch der Freistaat Sachsen eine eigene Halle. Wir haben uns bei einigen sächsischen Ausstellern umgehört, wie die Produkte aus der Heimat bei den Besuchern ankommen. Wie kommen denn die Produkte aus Sachsen hier auf der Grünen Woche an? Das ist nur die Sachsenhalle hier. Und wir sind schon seit 7 Jahren hier vor Ort, haben hier schon wirklich eine Stammkundschaft und kommen eben auch jedes Jahr mit einer neuen Innovation. Läuft wie verrückt. Wir sind hier mit 5 Verbänden aus Sachsen, mit dem Kartoffelverband, mit dem Sächsischen Landesbauernverband, mit dem Fischereiverband, Landurlaub in Sachsen und natürlich der Sächsische Landfrauenverband. Und das machen wir jetzt schon zum 3. Mal und das kommt super an. Erstens ist es eine personelle Geschichte. Jeden Tag ist jemand anders am Stand, kann Auskunft geben. Und ich denke mal, die Verbraucher, die uns hier besuchen, sind sehr begeistert. Ist immer was los bei uns am Stand. Heute haben wir eine Bindefrau, eine Landfrau aus Thiendorf bei uns, die erklärt das Binden eines Kranzes. Gestern hatten wir die Lausitz bei uns am Stand, die heute auf der Aktionsfläche tätig ist, die Helene Herberg. Sie gestaltet die Lausitzer Ostereier mit Bienenwachs. Und so ist immer was los. Mein Name ist Uta Moritz, ich bin die Geschäftsführerin der Oschatzer Freizeitstätten. Wir vertreten hier die Stadt Oschatz, Kleinstadt in Mitte von Nordsachsen. Und wir freuen uns, dass die Resonanz ganz gut ist auf unseren Stand und auf unsere Stadt. Ja, ich bin Stefan Kubitz, Geschäftsführer von Menschenlimo aus Heinewalde. Wir haben Limonaden, 16 verschiedene Sorten. Die Besucher sind mit unseren Produkten äußerst zufrieden. Wir haben also, glaube ich, relativ einmalige Produkte, da wir eine reine Zuckersüßung haben, keine Süßstoffe, keine Konservierungsstoffe, nur Mehrweg, nur Glas. Und ja, Besucher sind sehr zufrieden und wir natürlich damit auch. Was kommt am besten an? Welche sind Limo? Am besten aktuell die Gurke-Zitrone, weil das doch sehr speziell ist. Natürlich aber auch unsere Standardprodukte, Himbeere, Waldmeister und so weiter. Hallo, ich bin der Jens von der Braumanufaktur Radebeul. Wir bieten handgemachte Biere an. Die Kundschaft ist begeistert, wir sind sehr zufrieden. Ich bin Michael Friedrich von der Stonewood Braumanufaktur, bin Geschäftsführer und Braumeister zur gleichen Person und bin seit dem 3. Jahr oder jetzt das 3. Jahr hier auf der Grünen Woche. Und jedes Jahr verkaufe ich letztendlich mehr Bier aus Chemnitz, aus der Braumanufaktur. Die Biere kommen sehr gut an. Also der Geschmack des Bieres trifft auch genau den derzeitigen Biergeschmack der Kunden. Zum Abschluss der Messe konnten die Aussteller über 400.000 Messebesucher verbuchen, die 52 Millionen Euro Ausgaben. Damit war die Messe wieder ein voller Erfolg, auch für die sächsischen Aussteller.